So, und damit willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Das ist die dritte Folge. Ich hatte eine kleine Pause gemacht und habe mal bei Steinwallen reingeschaut. Und da habe ich bemerkt, dass hier am Tisch auf jeden Fall noch was zu machen ist. Moment, welchen Knopf musste ich drücken? Das. Ich hatte ja 4 von 5. Und dummerweise, ich wollte immer die Hose anvisieren, aber dabei musste ich nur die Brosche hier von der Jacke mir anschauen. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Ah, seems so. Like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. Schlüsselhinweise erhalten. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Genau, der Geist vom Raja war's. So, jetzt müsste ich rein theoretisch irgendwas machen können. Moment, ich habe vergessen, was da Steinwallen gemacht hat. Warte, was ist hier? Jemand? Spuren, Komplizen, Hinweise anheften. Lord Grevens Aussage. Okay, ich sollte dort nach. Okay. Dann suchen wir hier nach hin. Na, und schon. Ist hier ein Hinweis. Moment, da musste ich RB frische Kratzer, feststeckendes Objekt. Moment. Von einem Stöckelschuh Absatz würde ich sagen. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Ich muss zunächst dafür den relevanten Hinweis anheften. Okay, relevanter Hinweis. Auditorium. Ist der angeheftet? Hinweis anheften. So, ich glaube, Spuren ausklappen. Ich habe einen Absatz gefunden und damit. Okay, RB, Konzentrationsmodus wechseln. So, jetzt. Moment. Es ist das. Ich bin zu blöd. Warum macht das immer Chuck? Okay. Aber das sieht aus wie eine Spur hier. Gehen wir mal hier weiter. Moment. Da. Geht's durch. So. Irgendwas wurde gerade geschrieben. So. Hier leuchtet schon ein Schuh. Schauen wir uns mal den Schuh an. Moment, ja. Details. Brauchen wir nicht. Ah, oh Gott. So, wie kann ich den Schuh auswählen? Ein Schuh. Rotieren. Rotieren.
ist eine Blume drauf, eine Rose. Rose de Moor. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Ach so, okay. Ah, hier am Absatz ist auch noch ein Hinweis. Size 4 with a broken heel. So, definitely not the ghost of a Raja. Schuhe der Größe 4 von einem Dienstmädchen. No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Okay. Die anderen Dienstmädchen könnten mir helfen, sie zu finden. Das sind ja drei Paare und hier ist ein Einzelner. Also muss ich jetzt ein Dienstmädchen finden mit nur einem Schuh? Ist das korrekt? Mal mit John reden. This reminds me of the fairy tale, Sherry. Will you find your princess? Ja, ich werde die Prinzessin finden. So, Kollege. Kann ich mit dir reden? Nein. Fräulein? Oh. Moment, ich kann jetzt mit ihr reden. Can I ask you a question? Oh yes, I can tell you everything, sir. Schau mich doch an. Das Personal sagte, dass es sich Vorgesetzte zurechtgewiesen war, weil sie im Dienst ihre eigenen Schuhe trug. Sie dürfte oben bei den Gemälden zu finden sein. Okay. Also kein Dienstmädchen mit nur einem Schuh, sondern mit eigenen Schuhen. Oder mit anderen Schuhen. So. Hier sind keine Gemälde. Kann ich trotzdem mit ihr reden? Hallo. Can I ask you a question? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Okay. Von was hast du geredet, Mädel? So, hier sind auch keine Bilder. Aber sie wischt Staub an den... May I ask for your assistance? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. This isn't working. You might need a different tack. So. Na gut. Hier ist ein Gemälde. Nur kein Dienstmädchen da. Wer sind Sie? Wie ging das nochmal? Nee. Das muss ich drücken. Schottischer Abenteurer. Schläft auf dem Bauch. Ja. Gut, ich suche ein Dienstmädchen bei den Gemälden. Hier ist ein Gemälde. Da auch. Okay. Fragen wir sie mal. Oh, erstmal Gemälde anschauen. This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Aha, das andere Gemälde möchte ich auch mal anschauen vorher. So, was ist das? With skills like that, this biblical lady could get a job in Scotland Yard. Okay, so, Fräulein. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but... Schuhen habe ich gar nicht geschaut. Can I ask, who are you? Ich bin Schriftsteller. Ich muss ein Verbrechen aufklären. A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss... Selletta. Lucia Selletta, sir. Tell me, Miss Selletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. Alles gut. Sag mir einfach, was du gesagt, gesehen hast. Only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Was haben Sie im Zimmer gesehen? Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant.
and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you? Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici. He was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. Okay, das Medium hat versucht, den Geist einzufangen. We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Okay. Ab zurück ins Zimmer des Geschehens. Oh, Moment. Was ist das? Was ist das da unten? Das ist einfach nur der Ort, wo ich hin soll. Gut, wir laufen mal runter. Ja, okay, das ist wieder in dem Zimmer. John, kommst du mit? Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Ach so. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock die Vergangenheit rekonstruieren. Interagiere mit den wirbelnden Symbol in der Spielwelt. Okay, Hergang rekonstruieren. So. Okay, dann setze ich mich mal hin. So, mit genügend Hinweisen, bla bla bla. Ach, das ist immer noch das Gleiche. Okay, jetzt bin ich schon. Okay. Hier ist das Weinglas. Hier ist der Aschenbecher. Und hier ist das Ektoplasma. Okay, vor, zurück, an. So, Aschenbecher. Zurück. Zurück. So wechsle ich die durch. Okay. Muss ich das bestätigen? B? Nein, scheiße. Okay. Wie wähle ich das aus? Nochmal. Okay, diesmal lege ich mich hin. Ja. So, dann nochmal. Wo bin ich? Beim Aschenbecher. So. Ach so, ich lasse das einfach so und gehe einfach zum nächsten Ding. Alles klar. Dann jetzt. Okay, zweimal? Nein, hier. Hier müsste ja die Dame sitzen. Nein. So. Und hier. Du nicht. Was ist das? Ein Feuerball, was da? Sieht auf jeden Fall interessant aus. So.
RB bestätigen. So, schon. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. Oh. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Okay, also die Dame ist im Zimmer 226. Oh, I love the ambiance. Nice and creepy. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. Alles klar, dann gucken wir doch mal da hoch. Hier gibt es ja jetzt nichts weiter zu machen, oder? Moment, wir gucken mal bei der Fallmappe, ob ich irgendwas... Die Aussage des Dienstmädchens Lucia. Hinweise. Bla 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 bla. Personal, wo sie gerade putzt. Müssen wir eigentlich nicht mehr markieren. Mögliche Dieben, genau. Obergeschoss Nummer 226. Habe ich das Bild schon angeschaut? This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Oh, hier sind noch mehr Bilder. Das sieht doch schick aus. Das kann ich nicht anschauen. Habe ich das schon? Verdammt. Oh. Okay, wo waren wir? 225. Die Bilder hatte ich schon. Lady Craven is not who she seems. Klatsch. Remember her behavior in the hall? Kontrollenfall, Sackgasse. Nutze daher jede Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Leute zu belauschen. Halt A gedrückt, sobald das Ohrsymbol. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Wie hat sie sich denn im Speisesaal verhalten? Okay, ich drücke mal A. Lady Craven is not who she seems. Ah, nee, A halten. Welche Arten von Hinweisen Verdacht erregt? Okay, starten mit A. Warte mal, da oben steht noch filtere relevante Schlüssel, wenn er umkraschen. Okay. Starten mit A. Und wenn sie irgendwas Verdächtiges, was sagt, was Verdacht erregt hat, muss ich das bestätigen, oder wie? Nach oben übernehmen, nach unten verwerfen. Viele Gäste diesen Sommer weg. Küchenstift stiehlt Essen weg. Was habe ich gemacht? Scheiße. War ich zu langsam? Ich wusste nicht, was ich machen muss. Kann ich das nochmal probieren? Lady Craven is not who she seems. Okay. Welche Arten starten? Weg. Preise steigen wieder. Quatsch. Macht der Ehemann betrunken? Ist interessant, viel Sommer. Sondern einen schlechten Umgang. Keine Ahnung. Kann ich mit dem. Wirkt angespannt. Tratsch über Lady Craven. Ich hörte mir an, dass wir spekulierten darüber, dass der Ehemann angespannt gewirkt hat.
zu machen. Die Lady kann nicht mit dem Fischmesser umgehen. Okay. Also spielt sie nur eine Lady. So. Okay, es sind schon wieder 20 Minuten rum. Dann beende ich hier mal die Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir dann hier in dieses schöne Zimmer rein. 226. Ja, mal gucken, ob ich hier noch irgendwas... Tratsche für die Lady, das heften wir mal an. Mögliche Diebin. Achso, ich kann immer nur eins anheften. Gedankenspiele. Gucken, ob sich da was getan hat. Bei der Seance. Naja, egal. Ende für diese Folge hier. Ich sage tschüss, ciao, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich kann hier speichern.